Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Expansive Legacy. In diesem Format stelle ich euch in jeder Folge eine Karte mit einem Mindestwert von 20 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme vor. Sollte der Wert im Laufe der Zeit sinken, speziell wenn ihr das Video lange nach dem Upload seht, dann bitte ich das zu berücksichtigen. Heute geht es um das Gegenstück zur Karte der letzten Folge. Wir erinnern uns, es ging um K-Maze, den Schlüsselstab aus dem World Championship Promo Pack 2011. Und aus demselben Set kommt auch sein Bruder K-Maze 2. Die Karte unterscheidet sich abgesehen von Farbgebung und Darstellung nicht sonderlich vom normalen K-Maze. Der signifikanteste Unterschied besteht tatsächlich im Preis der Karte, denn während der normale K-Maze der letzten Folge einen Wert von rund 40 Euro pro Stück hatte, hat sein kleiner Bruder lediglich einen Wert von rund 20 Euro und ist dementsprechend gerade einmal halb so viel wert. Aber was haltet ihr von der Karte? Besitzt ihr sie aus dem Set? Kanntet ihr sie überhaupt und welche der beiden K-Maze-Karten findet ihr besser bzw. schöner? Schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Expansive Legacy. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.